willkommen zu einer tollen Phasmo-Challenge und zwar vom lieben Levis Gray erstellt und die kannst du gerne einmal erklären. Moin erstmal, hallöchen. Es geht darum, dass wir Starfotograf spielen. Starfotograf ist im Prinzip eine Challenge, wo man mit Taschenlampen reingeht und mit Fotokameras. Man darf nichts anderes mitnehmen und muss erstmal versuchen, 3-Sterne-Fotos zu schießen. Und für jedes 3-Sterne-Foto, was man halt schießt, darf man dann einen weiteren Gegenstand mit in den Raum nehmen, der helfen soll, den richtigen Geist zu finden. Das heißt, am Ende des Tages hast du 10 Fotoslots. Heißt, du kannst maximal 10 3-Sterne-Fotos machen. Bedeutet, dass Gnu und ich auch maximal 10 Items hier benutzen dürfen, um den richtigen Geist zu finden. Nice. Cool. Coole Challenge. Dann würde ich sagen, let's go. Sehr gut. I like. Genau. Kameras können wir mitnehmen. Meinetwegen 2 oder wie auch immer. Du hast jetzt eine, ne? Ah ja, stimmt. Ja, das passt. Dann nimm du lieber 2. Du bist da mehr Pro. Pro. Come on. Come on. Müssen wir das während der Jagd machen oder müssen wir den tatsächlich triggern? Nö. Also einfach Fotos machen. Im Prinzip kannst du hier zum Beispiel... Ja, genau. War das die Tür? Ja. Ah, warte mal kurz. Machen. Bist du sicher, das war die Tür? Ja, 100 Pro. Okay, haben eine Interaktion. Und ein Knochenbild, siehst du? Ja, nice. Und die Interaktion zählt aber noch nicht, oder? Die Interaktion zählt, natürlich. Als Geisterfoto. Nee. Einfach 3-Sterne-Fotos müssen wir machen. Ah, okay. So, und jetzt kommen zum Beispiel, machen wir den Strom mal an. Genau. No. Dann suchen wir den verfluchten Gegenstand. Der ist wahrscheinlich hier unten, wenn es nicht die Spieluhr ist. Ich verstehe. Ich dachte nur vom Geist. Okay. Nee. Boah, kannst du mir nachher mal zeigen, wie die funktioniert? Ich mache das jedes Mal falsch. Komm mal her. Wir haben die Spieluhr. Das bedeutet, im Endeffekt stehst du jetzt hier vor und machst einfach mal ein Spieluhr-Foto. Oh. So, und das ist ein 3-Sterne-Foto. Das heißt, wir haben jetzt 3 3-Sterne-Fotos und dürften jetzt zurück zum Truck, um 3 Gegenstände zu holen. Das ist gut. Ja, Kameras lasse ich erstmal hier. Das ist gut. Was soll ich holen? EMF? Ja, EMF könnte man machen. Oder man könnte, Fingerabdrückchen. Könnte man auch machen, ja. Ich nehme UV mit, du nimmst EMF mit und... machen wir erstmal so. Nehmen wir erstmal die beiden. Wir müssen ja nicht alles verschleudern. Und gibt's noch irgendwas, wo man jetzt anhand von Foto, zum Beispiel Fingerabdrücken oder was bekommen kann? Im Prinzip, ja. Gib uns ein Zeichen. Hört er mich so überhaupt? Er hört dich. Er hört dich. Aber Push to Talk ist auf V, ne? Bei Heather Wilson hört dich. Sie hört dich. Hä? Heather hört dich. Warum hab ich hier keine Tür? Ja. Hier, komm mal her mit dem EMF. Nee, macht gar nichts. Achso, dann komm mal mit. Hier. Mach mal die Tür. Ja, okay, dann ist es hier. Okay. Dann mach ich jetzt kein Foto von, weil die Interaktion schon zu spät sein kann. Ja. Aber Fingerabdrücke haben wir nicht. Das wissen wir schon mal. Aber ich glaube, er ist auch hier. Ist der jetzt nicht. Achso, der ist jetzt in dem Raum hier, okay. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Was hat er denn so an? Ist es schlau, hier drin zu bleiben? Ich bin mir nicht so sicher. Wenn du im Licht stehst, ist es eigentlich kein Problem. So, ich suche mal einen dritten Gegenstand, den wir nehmen können, weil einen haben wir noch. Die Frage ist nur, welchen. Guck mal, wir machen mal Pfeifert. Wir nehmen Salz. Ah. Ja, und dann machen Gespenst wir mit... Ja, und weil wir eine UV drin haben, dann können wir Fußbilder machen. Ah, okay. Let's go. So, einmal hier. Einmal hier. Soll ich das hier reinschmeißen? Das passt. Ich hoffe, dass er hier auch durchsteppt. Also mehr dürfen wir noch nicht nehmen, ne? Das sind die einzigen. Darf ich auch nicht austauschen jetzt? Nee, das darfst du nicht. Wir müssen Fotos schießen erst. Guck mal, hier zum Beispiel ist ein Salz gesteppt. Ah, nice. Darf ich da ein Foto machen? Warum steppt der gerade? Ja, hier. Zack. 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 Und du machst vom Salzhaufen mal ein Foto. Aber ducken. Genau, 3 Sterne. Dein Salzhaufen hast du nicht gemacht. Hä? Was? Aber doch, bei mir ist hier ein Salzhaufen. Hast du den fotografiert? Den hier. Okay. Warum? Der ist ja auch immer noch da. Darf ich nochmal? Machen wir den hier lieber jetzt. Da ist ja gar kein Step. Jetzt ist Step drin. So. Bam. Jetzt hast du ihn, okay. Meine Güte, ein Foto haben wir verkackt.
Das ist ja voller Beschiss. So, und jetzt können wir uns ein paar mehr Gegenstände nehmen. Und im Prinzip schaltest du dann einfach letztendlich Items frei. Geil. Die Challenge ist an sich jetzt schon relativ einfach, wenn du weißt, wie es geht. Aber eben gleich haben wir ein bisschen Zeit-Challenge. Cool. 5 Minuten Speedrun. Ich würde Buch nehmen. Oder zählt Stativ und Kamera auch nur für... Nee, die beiden zählen als eins. Also du kannst sie da drauf machen, das zählt als eins. Dann mache ich das jetzt. Dann nehme ich das Buch nicht. Nee, wir können mehr nehmen. Wir können 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 3, 4 Sachen können wir nehmen. Okay, nice. Warum klatscht er die da nicht drauf? Mit F einfach aufs Stativ. So. Okay. So, okay. Ich würde sagen, wir nehmen Box und Buch nehme ich auch nochmal mit. Mhm. Box und Buch, genau. Bringen wir das erstmal rein. Ich weiß gar nicht, ob er in dem Raum ist, aber es sieht halt für mich schon danach aus, weil er zweimal da in Salz gesteppt ist, ne? Definitiv. Hören wir die ganze Zeit auch. Wo bist du? Was willst du? Wie alt bist du? Oh, ich glaube, ich sehe Orbs. Ja, Orbs. Wir haben Orbs. We got the Orbs. Wo bist du? Was willst du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Was willst du? Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Wir haben alle Objekte drin, gell? Bist du hier? Okay, nee, also Orbs, also, reagiert mir Orbs gar nicht. Haben wir. Bis jetzt nur Orbs, ne? Ja. Ich habe auch keine Gefriertemperaturen gesehen. Nee. Wir haben jetzt nur Orbs. Wir haben keine Box, wir haben keine Gefrier, wir haben keine Fingerabdrücke. Das heißt, kurz mal eben Algebra hier. Vielleicht anwenden. EMF noch. Das kann sein, ja. Ich guck noch mal nach. Wie ist es eigentlich meine. Ach, meine Sanity sehe ich gar nicht, ne? Nee, die siehst du nicht. Wir sind in einer Albtraumrunde. Hm. You don't see. Und du darfst auch keine Sanity nehmen. Ja. Außer du verwendest dafür ein Item. Und wir haben noch eins übrig. Oh, nur noch ein Slot. Ich würde sagen, Dots. Dots wären nicht schlecht, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber wir haben noch kein Foto gemacht oder darfst du noch einen nehmen? Einen dürfen wir noch. Ah, okay. Na dann. Und dann müssen wir ein Foto machen. Ich pack das mal in den Raum, wo deine Kamera ist, ne? Ja. Such mal gerade ein Versteck für uns. Ich gehe einfach raus. Hier. Hier ist ein Versteck für den Fall. Okay, was haben wir denn zur Auswahl? So, ich ist Dots. Ist Dots? Ja, er glitscht an der Wand. Okay, also Banshee, Yuda, Yokai, Raiju, Tai. Okay, das ist natürlich herrlich. Aber wir sollten ein Foto machen, um einfach Parabol irgendwie nehmen zu können. Oh. Wo bist du? Heather Wilson, gib mir ein Zeichen. Bist du des Wahnsinns? Gib mir ein Zeichen. Heather! Oh. Ach du Scheiße, nicht so ein Zeichen. Entspannte ich. Genau vor der Nase. Hast du ein Foto gemacht? Ja. Stufe 3 Geist. Oh. Das heißt, du darfst dir was nehmen? Eine Sache, was wir möchten. Ich würde sagen Parabol, weil wir müssen Banshee-Test machen. Okay. Hab noch nie eine Banshee schreien hören. Und wo ist das Versteck? Also, wenn ich es jetzt gleich höre, dann würde ich es klippen und dir mal schicken. Ja, das wäre nice. Ah, das Versteck ist hier. Komm mal mit. Hier im Schrank. Ah, nice. Okay. Ich mach mal ganz kurz so. Oder willst du direkt halten? Nein, ich höre da gar keinen Unterschied wahrscheinlich dann. Nee, das war ein Flüstern. Das war ein Flüstern. Hat sich das angehört, so. Wie gruselig. Hallo? 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 It's me. Hello? It's me. Und schon wieder ein Lied von Freude. Ich kann nicht mal Lieder singen, wo man den Text kennt.
Stimmt eigentlich, ne? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist. Oh oh. Hört sich für mich wie ein schneller Geist an, also muss es Raiju oder Taye sein. Ich höre da gar keinen Unterschied. Weißt du nicht, wie schnell er ist? Doch. Aber ich weiß ja nicht, wie schnell die anderen sind. Das war's. Die Frage ist jetzt nur, ob das ein Taye oder Raiju ist. Soll ich noch mal alle elektronischen Geräte hier aus, die hier am Start sind. Genau. Wäre nicht eben Effen leichter? Einfach alle elektronischen Geräte aus. Und dann gehen wir nochmal in den Schrank und hören nochmal hin. Wenn alle elektronischen Geräte aus sind, kann der Raiju ja keine Energie mehr ziehen. Das heißt, er wird normal schnell. Okay, so ermittelst du das. Ich hätte jetzt einfach noch Ewigkeiten geguckt, ob man EMF gibt oder Fingerabdrücke. Nee, haben wir ja nicht. Wir sind ja im Albtraummodus. Da gibt es ja nur zwei. Ach, stimmt. Ding, 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 ach, ding. Hättest du bis morgen noch gesucht, ey. Ach, stimmt. Da war ja was. Boah. Ja, da hast du recht. Da war ja was. Nö, ist ein Teil. Das wird jetzt woran ausgemacht? Ah. Doch, es müsste ein Teil sein. Hä? Das ist langsam. Electronic? Ist da irgendwo noch was Elektronisches? Ja, die Kamera. Die Kamera. Ich schmeiß sie mal kurz raus. Ach du Scheiße. Das ist ja noch gar nicht fertig. Jetzt ist er fertig. So, Kamera raus. Kamera raus. Hier ist auch ein Versteck. Ja, da können wir auch reingehen. Ja, lass mal machen. Aber die macht die doch auf, oder nicht? Aber die können wir ja dann sofort wieder zuziehen. Licht aus. Ja, Raiju. Hä? Ist da noch irgendwas? Woran nuckelt die denn da, dass die jetzt auf einmal so schnell wird? Oh, fuck, fuck, fuck. Wieso? Woher saugt er die Energie? Irgendwie was an noch? Also das heißt, du merkst jetzt dadurch, dass da kein Strom ist, dass sie langsam ist? Ja, genau. Also im Prinzip Raiju-Test ist einfach nur... Können übrigens raus. Raiju-Test ist im Prinzip einfach nur, wenn Strom, also Electronics in der Nähe sind, am Boden oder in deiner Hand meinetwegen, dann wird er schneller, wenn er in der Nähe davon ist. Weil er zieht sozusagen die Energie daraus, mhm, aber nur von Electronics, nicht von Lichtschaltern oder Stromkasten oder so, ne? Sondern nur von den elektronischen Geräten. Mhm. Und dann wird er schneller. Und wenn du alles aus dem Raum schaffst oder ausmachst, dann dürfte er gar nicht mehr schnell werden. Und ich frage mich hier gerade, warum? Ich nehme mir jetzt, wir dürfen auch keine Räucherstäbchen nehmen, ne? Nee, hab ich auch nicht. Ich hab halt nur in der Hand was gehabt. Also ich hatte jetzt nichts in der Hand, aber im Inventar, da muss ich das auch auf den Boden schmeißen. Okay, dann würde ich sagen... Ein Raiju. Raiju. Naja, eigentlich muss es ja ein Raiju sein. Es muss ein Raiju sein. Wenn das jetzt ein Taye ist, dann fühle ich mich wirklich, wirklich beschissen. Magst du die Kerze? Wir haben keine Kerzen. Das können wir nicht machen. Hey, guck mal, wie süß. Es hat das bewegt. Eine Spieldose, das Lied ist schön, aber unheimlich. Wir haben es doch gar nicht gehört. Wir haben die gar nicht gespielt. Können wir die spielen? Wie geht denn das? Du nimmst sie in die Hand und dann machst du Rechtsklick. Machst du das? Das nein, ich werde sterben. Ich bin immer gestorben. Okay. Aber warte kurz, erklär mir kurz, was bringt die? Also im Prinzip, wenn wir das jetzt nicht genau neben dem Geist machen, sondern nur in seiner Nähe, sage ich mal, und du spielst die, dann hörst du den Geist singen. Ja. Singt dann mit. Wenn du näher rangehst an den Geist mit der laufenden Spieluhr, kommt er dir ab einem gewissen Punkt entgegen. Und wofür verwendet man die dann? Einfach nur, um zu gucken, wo er dann wirklich ist?
Prinzip hat das mehrere Verwendungen. Erstmal ist es ein Geister-Event, falls du ein Geister-Event brauchst. Zweitens kannst du damit ein sehr gutes Foto machen und drittens kannst du damit eine Hand auslösen. Aber es ist ein Cursed-Hand, geht ein bisschen länger. Dann können wir ja eigentlich noch ein 3-Sterne-Foto machen, beide, und dann noch uns die Kerze und den Ding holen. Nicht, weil ich schon ein Geisterfoto gemacht habe. Aber ich noch. Ja, aber du kriegst nur ein Geisterfoto in der ganzen Runde. Aber kann, ach so. Hast du so gedacht, naja, aber schon funktioniert das nicht. Oh Mann, und die Kerzen hier in der Wohnung kann ich auch nicht nehmen, ne? Doch. Aber dafür brauchen wir ein Feuerzeug. Wir müssen ein Foto machen, aber lass uns mal erstmal in den Schrank sprinten. 3, 2, 1, rein. Genau. Und dann warten wir und dann Licht aus, genau. Und dann machen wir gleich ein Foto von dem schmutzigen Wasser. Der duscht sich. Perfekt. Achso, ja gut. Willst du ein Foto machen? Schnell von der Dusche, von dem Dusch... ja, da wo du das Wasser anmachst. Wie nennt man das? Duschhahn? Genau. Und zurück. War es eins? Yes. Ja. Genau. Okay. Und jetzt kann man theoretisch erstmal warten, dass er gleich wieder huntet. Und dann würde ich sagen... holen wir uns ein Feuerzeug und machen einfach hier eine Kerze an. Okay. Unangenehm. Thai von Raiju sein. Das kann kein Thai sein. Thai wäre immer gleich schnell. Thai? Thai. Okay, das heißt jetzt noch Feuerzeugi, Kerzi genau. Rein und dann vielleicht noch die Spielbox. Zu Spaß an der Freud. Ja, das kannst du machen. Nimm mal ein Feuerzeug dann. Wieso ich? Ich dachte, du willst das machen. Nein. Ich dachte, du willst das machen. Nein, ich will zuschauen. Okay, pass auf. Oh. Da, okay, ja gut, dann soll ich das machen? Mit der Kerze? Ja. Wir machen das zusammen. Wo ist die denn? Okay, pass auf. Wo war jetzt nochmal eine Kerze? Achso, gleich links neben dem Schrank. Also im Prinzip hier. Genau, einfach anmachen, in den Schrank gehen. Der pustet die hier warten. Schon aus, oder wie? Genau, das reicht. Wir müssen nur ein bisschen warten. Das sollte okay. Eigentlich machen. Und dann die Spielbox noch. Genau, die könnten wir machen, so als... Ja, macht er das eigentlich in der Jagd auch? Oh. So machen. Unangenehm. Er hat es schon gemacht, er hat die Kerze gemacht, ja. Okay, nice. Sehr gut. Congratulations. Und raus. Nicht noch Spielbox? Willst du die jetzt auch noch machen? Die würde ich gerne hier vor uns stellen, dass sie hier vor uns kommt. Machst du das für mich? Yes, warte, dann machen wir das so. Ich sterbe hier einmal kurz. Okay, was? Nee, natürlich nicht, das war zu nah dran. Oh oh, warum ist sie jetzt kaputt gegangen? Weil wir zu nah dran waren, das ging da vorne nicht. Das war zu nah dran. Wenn du zu nah dran das abspielst, dann geht die instant kaputt und ah, der okay. Jagd. Oh. Ach, schade. So. Weil wenn ich will, dass ein Geist rauskommt, ne, oder glitscht. Mhm. Okay, die steppt hier an der Seite rum. Ach Gott, ich wäre beinahe gestorben. Okay, ich komm raus. Yeah. Geil, dann haben wir Raiju heißt der, ne? Wie ist Pokémon? Jo. Ich verstehe trotzdem nicht, woher er den Strom bekommen hat. Alles war eigentlich aus. Raiju. Raiju, noch mal eine Runde, bitte. Es hat Spaß gemacht. Kannst du Pikachu? Pikachu, nein. Mega. Die Lara kann das mega gut. Mega. Oh ja. Oh.
Nice, 425 XP. Geil. So, okay. Willst du das nochmal machen oder möchtest du stören? Nochmal? Nice. Aber dann nehmen wir eine andere Map, oder? Welche? Ja, such dir eine aus. Ja, lass mal Willow. Willow! Welcome to Miami. Schon wieder ein Lied, was ich nicht kenne. Text. Party on the beach till the breaking dawn. Ja, all night on the beach till the breaking dawn. Welcome to Miami. Keine Ahnung, wegen Titel. Ja, das ist immer das Ding, ne? Aber ich habe einen guten. Hauptsache, man kennt die Hook immer. Den kannst du bestimmt. So, heute bin ich wieder gut drauf. Zieh mich schick an, setz den Hut auf, hol mir den Chick, die ich absolut brauche. Oder wie war das? Wieder mal ein Solo-Outfit in dem Pose-Outfit. Macht mich fett, weg, macht mich dass weg. Dass du den Text kennst, ey, das ist schon krass, Mann. Es ist nicht wirklich. Nicht wirklich. Ein hübsches Ding versteckt mein Ehering. Eheringe könnten springen. So geil. Hast wieder nur Kamera mit, ne? Yeah. Verdrossen bin ich. Hallo! Oh shit. Sehr gut, da war wieder das verkackte Foto. Nice, nice. So muss es sein. So nicht anders. Haben wir verkackte Gegenstand hier. Hast du ein Foto gemacht? Nee, noch nicht. Du hast ja schon eins gemacht. So ein Foto ins Leere. Die Spieler, siehst du? Können wir jetzt. Jetzt kann ich sie dir zeigen. Ja. Aber wollen wir sie jetzt mal triggern? Nee, oder? Na, noch nicht. Okay. Finden wir das mal raus, oder Geist? Ja, das ist natürlich herrlich. Dankeschön, dass du dich so bemerkbar machst. Ich hole mal ganz kurz eine UV. Mhm. Für den Fall, dass da doch Fingerprints dran sind, können wir da wenigstens unseren ich ersten Beweis abpacken. Nee, wie war das? Nee. Das hört sich so geil an, ey. Es hört sich einfach so gut an. Echt? Ich weiß doch, dass ich das einfach einmal in der Uni gemacht habe und meine Kommilitonin hat sich so tot gelacht, dass ich dann wusste, okay, das hört sich irgendwie lustig an für Leute. Hä, was tust du? Wir haben ja zwei Fotos, wir haben Fingerprints. Wir haben Fingerprints. Und zwei Fotos insgesamt, weil er nochmal die Tür berührt hat. Oh, tschüss. Oh, er hat irgendwas. Was hat er gemacht? Oh, Entschuldigung. Irgendwas hat er umgeworfen. Ja, hier dieses Waschpulver hier. Mach ein Foto. Siehst du? Schönes Interaktionsfoto. Nice. Wunderschöne Interaktion. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich hole mal Entschuldigung für alle, die ich erschrocken habe im Chat. Guten Morgen. 2, 3, 4, 5. Zwei Sachen haben wir jetzt geholt, oder? Oder hast du irgendwas geholt? Ich habe gar nichts geholt. Ich habe mich voll zurückgehalten. Ich würde es im F nehmen. Ja, dann können wir insgesamt 4 Sachen mitnehmen. Dann würde ich tatsächlich einmal Fotokamera. Dann nehme ich noch. Und du nimmst nochmal Box mit, oder? Ja, ein Buch, oder? Nee, eher Box, würde ich sagen. Oder nee, eher Buch, du hast recht. Ja, Buch. Wenn es nämlich ein Moroi ist, was es gar nicht mehr sein kann. Echt, warum? Weil wir Fingerabdrücke haben. Ah. Beweise, Fingerabdruck. Gib uns ein Zeichen. Oh, da dreht's was. Da hat er gerade was hingeflippt, aber ich habe keinen Ausschlag. Warum nicht? Frag mich gerade. Du hast schon wieder die Tür berührt hier. Da müsstest du einen Ausschlag von dem EMF bekommen. 2. Okay. Aber er ist schon hier. Also er ist jetzt nicht irgendwie. Er ist schon im Bad. Also Bad ist schon. Ja, hat ja auch hier was hingeschmissen gerade. Okay. Also, ich gehe nochmal kurz raus. Also, hast du das Buch hingelegt? Ach so. Ja. Gott, sind wir dumm. Was denn? Wir können ein Foto von der Tür machen. 1, 2. Zwei Fotos, ja. Interaktion, Fingerabdruck. Aber haben wir doch schon gemacht, oder nicht? Ja, aber trotzdem können wir es ja machen.
Wir können ja trotzdem Interaktionsfotos machen. Okay, achso, das geht auch öfter, die Interaktion. Ja, ja, klar, natürlich. Nur Geistfotos kannst du nicht öfter machen. Ah, okay. Das geht nur einmal. Upp. Im F5. Jo, sehr geil. Ich will raus. Ja, nice. Dann ist der Goryeo schon mal raus, weil der braucht Dots, garantiert, und den kriegen wir nicht. Dann hätten wir nur noch Jin, Meiling, Obake, aber weil er den Stromkasten ausgemacht hat gerade, kann es kein Jin sein. Das ist wirklich faszinierend, dass du das weißt. Ich bin ja auch Albert Dreibein. Ich weiß alles. Albert Dreibein. Der Geist hat UV-Beweis hinterlassen. Es hat das bewegt. Der Geist hat das berührt. Es hat das bewegt. Eine Spieldose. Das Lied ist schön, aber unheimlich. Wahrscheinlich macht die Spielbox. Oh, hübsches Ding. Oh Gott, ey. Meiling Obake. Obake, ey. Okay, das bedeutet. Wir können ein paar Sachen mitnehmen. Was haben wir jetzt mitgenommen? 4 Sachen. Also Kamera, Dots, Buch. Aber er gibt doch gar keinen Hinweis mehr, oder? Ja, gibt er auch nicht, hast du recht. Aber vielleicht irgendwas mit Meiling Salz? Obake. Bringt uns das irgendwas? Wir dürfen ja unsere UV, wo ist denn die? Habe ich die da drin gelassen? Ja, UV ist drin. Ist Parabol oder so? Kann das noch ein Hinweis sein? Bewegungssensor, Räuchern, irgendwas in die Richtung? Ehrlich? Nö, eigentlich nicht. Ich würde sagen, wenn du nicht gerade die Nebenziele machen willst, mit Abwehren, Parabol, reinige den Bereich, doch, dann lass eine Parabol nehmen. Dann machen wir die Nebenziele noch, ja, oder? Ja. Das können wir ja noch machen. Dann suchen wir uns einfach jetzt gleich ein gescheites Versteck hier. Yay. So. Ich gerade, ob da in der Garage vielleicht ein Versteck und ist. Und die Spielbox klar. Müssen wir noch machen. Genau, Garage ist hier direkt Versteck, einfach hinter den Regalen. Oh, nice. Nice. Spielbox können wir sogar richtig gut machen von hier. Da kann ich ja ein Foto machen. Ein Foto von der Spielbox haben wir schon. Nee, aber vom Geist, wenn er da hingeht. Das können wir machen, ja. Das können wir machen. Okay. So, da haben wir unser Parabolding. Dann dürfen wir... Warte, jetzt muss ich mal rechnen. Mathe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 4... 1, 5. Wow. Okay, wir müssen noch ein Foto machen, dann können wir Räucherstäbchen noch holen. Okay. Dann machen wir es mit der Spieli, dass wir die aktivieren. Ja, finde ich gut. Und uns verpieseln? Nee. Also ich... Wir machen das so, wir bleiben hier stehen. Also pass auf, der Geist kommt erst zur Spieluhr und fängt dann kurz danach seine Hand an. Das heißt, wir haben Zeit abzuhauen. Mhm. Okay, wenn ich sie jetzt hier starte, solltest du ihn gleich sehen. Wir gehen... Okay. Du machst ein Foto, ja? Ja. Und dann gehen wir zurück zur Garage. Ja. Wo ist denn der? Hier irgendwo. Wann kommt denn der? Der kommt gerade. Ach, weg hier! Shit, ich glaube, das war nix, oder? Wir hatten keine Sanity mehr. Oh, shit. Wie traurig. Und? Oh, es hat nicht gezählt, oder? Nö, du bist drauf. Warum heißt es ein Meiling? Woher weißt du das? Hörst du die Steps? Viel zu leise, oder? Ja, stimmt. Oh. Jetzt hört man sie. Ah, weil er jetzt in unserer Nähe ist. Aber immer noch sehr leise dafür, dass die Range von dieser Wohnung nicht wirklich groß ist von dem Haus. Ah, aber auch okay. Vorbei. Ach Mensch. Okay. Ja, das war wohl nichts. Aber ich hätte noch trotzdem gerne ein Foto. Ah, Moment. Ich check mal ganz kurz. Der war ja da hinten. Ich versuche gerade noch ein Foto zu machen. Wie denn? Fuck. Was? Willst du das verstecken? Warum? Weil er gleich wieder huntet. Wir haben 0 Sanity. Und dann machen wir nochmal das mit den Räucherstäbchen, würde ich sagen, oder? Hast du ein 3-Sterne-Foto? Nein, das war verkackt. Oh mein Gott. Oh nein! Oh Gott, ey. Man merkt schon wieder, die Uhrzeit ist es. Er hat den Stromschalter raus. Ja, das war... Das war so ein, ich nicht. Ich würde sagen, dass es ein Meiling ist. Rein von den Steps her. Ich würde vielleicht nur warten. Der Hunter, glaube ich, gerade. Echt? Ja. Sag ich ja, du hörst ihn nicht wegen Meiling. Du hast aber noch ein Licht. Du hörst aber seine... Ich mache das auf dem Boden, damit du halt... Dann, wenn die Taschenlampe flackert, dann solltest du seine Steps hören. Okay.
Aber es lockt den nicht her. Aber nur auf demselben Stockwerk, ne? Okay. Nein, es lockt den nicht her. Ja, zum Beispiel ist er genau unter uns, deswegen flackert sie nicht, aber du hörst trotzdem. Aber wenn er auf einer Ebene mit dir ist vom Stockwerk, dann halt Taschenlampen-Range, 10 Meter ungefähr. Ist vorbei, wir können raus. Ja, ist vorbei. Die Wand. Oh mein Gott. Können wir ein Foto machen? Ja, nee, komm. Oh. Ich bin nicht traurig. Nicht so traurig. Oh Gott, ey. Nice, nice. Nice, du Mühlingi. Meiling, ja? Ja. Ey, wenn ich sag, das ist safe Meiling. Der ist voll leise. Ja, das war auch sehr auffällig. Ja, Meiling. It's ein Mühli. Eine geile Challenge, habe ich auch so noch nie gemacht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe auf weitere coole Challenges. Und falls ihr auch Bock habt auf weitere coole Challenges, weil das haben wir hier nämlich einen absoluten Profi, alle Links unten in der Beschreibung, schreibt sie uns in die Kommentare.